It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry up! Grandpa, you're too slow! Thank you.
Was für ein wunderschönes Intro zu einem wunderschönen Spiel. Ja, wir spielen Deadly Premonition, den Director's Cut. Vorweg, das Spiel ist eigentlich schon etwas älter, da steht zwar 2013, weil 2013 ist das für den PC rausgekommen. Original ist dieses Spiel eigentlich für Xbox 360 hier rausgekommen und ich glaube PS3, aber PS3 war glaube ich nur in Japan, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat uns eigentlich weniger so getroffen, aber es wurde mir zu Herzen gelegt, mal ein, ich glaube vor Jahren, mal so ein Let's Play dazu zu gucken. Ich habe es ganze Zeit immer hinweggeschoben, bis ich es irgendwann mal gesehen habe. Und da dachte ich mir, das ist ein wunderschönes Spiel. Und da ich, denke ich mal, jetzt den Anfang überspringen werde und die Starttaste drücken werde. Genau, wir werden dann die Option besuchen. Automatisch speichern wir normal. Normal. Gewalterzeugung sicher. Toneffekte. Ich werde die Musik definitiv leiser stellen, falls ich musiktechnisch irgendwann mal gefrackt werde oder so, ist es mir ja egal. Also das ist es mir echt egal. Also von mir aus sollen sie mich fragen oder sowas, alles, also solange ich damit mit dem Video durchkomme, ist es mir egal. Also sozusagen, dass sie mir jetzt nicht kaputt machen. Aber es ist, ne, mir sonst wurscht egal, ja. Oh. Hätte auswählen drücken sollen, so. Musik ein bisschen leiser. Also wie gesagt, das ist Deadly Premonition. Und wieso spiele ich das? Der wichtigste Grund. Es ist Oktober. Oktober ist bei mir Halloween. Oder der Horrormonat. Deshalb, statt wie letztes Jahr mehrere Spiele zu machen, die ich dann sozusagen eine Woche mache, und da die großen Knaller dieses Jahr ein bisschen auf sich warten lassen, sowas wie Alien oder The Evil Within, dachte ich mir einfach, ich gebe dem Spiel eine Chance oder zeige euch dieses Spiel, was eine super Story hat. Und das Wichtigste ist, dass man hier, dass es nicht nur um Gameplay geht. Das Gameplay ist vielleicht total wiederholerisch oder was weiß ich nicht was. Es ist mir wurscht egal. Aber hier wird eine Geschichte erzählt, die wunderschön ist. Und auch sehr viel mysteriöses, sowas wie so Noir-Stil erzählt wird. Und da dachte ich mir, ich möchte euch dieses Spiel nahelegen. Es gibt es für Xbox 360, es gibt es auch für PlayStation 3, habe ich mir das auch geholt. Ich spiele es aber auch auf Steam, also drei Varianten. Es ist zwar schon älter und die Technik ist auch sehr veraltet und die Steuerung ist sehr schwer, deshalb werde ich dieses Spiel auch auf leicht spielen. Aber ich möchte euch die Geschichte hinter diesem Spiel nahebringen und was hier eigentlich passiert. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir bis zum Ende durchsteht, wenn wir zu Halloween Deadly Premonition The Director's Cut spielen. Wir starten ein neues Spiel. Hear another story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very
nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down, like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. So, wir können uns hier bewegen und wir können mit der Taste sogar nennen. Prodeo, York und Zack. Das Wichtigste, was ich euch hier erzählen will, es werden sehr viele Parallelen kommen, wenn jemand die Serie kennt. Wartet mal, ich muss ganz kurz wegzoomen. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Peak. Muss mal ganz schnell gucken. So, ja, jetzt weiß ich's. So, Kopfhörer wieder auf. Twin Peaks, genau, Twin Peaks. Wenn ihr Twin Peaks gesehen habt, die Serie, oder irgendwo euch ein bisschen was mit der auskennt, werden euch einige Sachen hier sehr parallel, weil viele vergleichen das sozusagen. Das ist das Twin Peaks der Videospiele. Und wenn man Twin Peaks kennt, weiß man, dass das schon nicht unbedingt das Direkteste ist. So, wir sind in einem Raum und unser Name ist York. So, wie in einem Chapter, York und Zack. So, wir haben eine Uhr, die sich schnell dreht. Observieren. Eine seltsame Uhr tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit steht still. Observieren. Eine Puppe, die wie ein dicker Mann aussieht, auf dem Schild steht Bundesstaat Washington. Observieren. Eine Kleiderpuppe, unheimlich, aber stimmt sehr nützlich, um Jacken aufzuhängen. Francis York Morn. Eine Sammelkarte, füge ich einfach zu meiner Sammlung hinzu. Francis York Morgan. Nummer 1. Extra Bonus für Karten. Der Fernseher. Er ist an. Ein weißer Bildschirm. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Zack. Zack, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Ah, good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it.
Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Jack, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? Zach, there goes the civilized world. So, wie ihr merkt, bei den Cutscenes werde ich komplett still sein. Ich werde nichts dazu sagen. Alles ist selbsterklärend. Und wenn es nicht erklärt, es wird irgendwann mal geklärt. So, Taschenlampe können wir an- und ausmachen. So, wir haben hier so eine kleine Taschenlampe an unserer Brust. So, das Wichtigste ist einfach, wenn wir jetzt hier mal anmachen. Sammelkarten, Profileinstellung. Also, Option. Automatisch speichern, bitte aus. Oder? Ach komm, machen wir das lieber mal ein. Ja. Dann Schlaukarte, Objekte. Ah. Da hinten ist der echte, guck. Kann das leider nicht sehen. Sammelkarten, die haben wir. Ne, nicht zurück zum Titel. Wo ist denn hier? Also auf jeden Fall werde ich die Toneffekte definitiv einiges leiser machen, weil man gemerkt hat, dass die Sprache fast schon so laut war wie die Toneffekte. Möchte ich natürlich ein bisschen leiser machen, ja, bitte. Ich finde nur nicht die Schwierigkeitsoption hier. Ja. Ich dachte, normalerweise könnte man hier die Schwierigkeit auch einstellen. Ich hätte die nämlich sehr leicht, gerne. Also, select die Karte. So. Gut. Also, wir sehen, wir sind mit unserem Auto hier runtergekracht. Alles brennt hier. Und hier haben wir ein Stahlrohr. Ab in den Kasten. So, was kommt in den Kasten? So, hier haben wir etwas. Wieso können wir das nicht benutzen?
Genau, hier haben wir diesen sagenumwobenen Kasten, wo unsere Waffen drin sind. So, da haben wir das Stahlrohr. Objekte rausnehmen. Nehmen wir jetzt das Stahlrohr hier raus. Okay, hier rausnehmen wir. So, weil Stahlrohr werden wir, glaube ich, hier brauchen, um hier... Da, benutzte Waffe ändern. So, wir haben die FBI-Waffe und wir haben das Stahl. Wir haben das Einsatzmesser. So, aber was ihr merkt, die FBI-Waffe hat da so ein Unendloszeichen. So, LB für die Waffe ziehen. Und, genau, so. Halten. Und, so. Und jetzt direkt auf die FBI-Waffe. So, typische Resident Evil-Manier. Wir können uns bewegen, aber nicht gleichzeitig bewegen und zielen. So. Wir haben zwei Wege hier. Profiling starten. So. Profilerstellung starten. So, das ist sehr wichtig, dass wir das immer machen. Looks like we're being welcomed. Zach, I'll let you handle the meet and greet. Da. Wir müssen drei Schlüssel-Items hier finden, um sozusagen weiterzukommen. So, also was heißt weiterzukommen? Um die Profileinstellung zu verbessern. So, wir sehen hier ist so ein besonderes, sagen wir mal, Gespinst. Da, ich sehe in den Nebel kaum was. Der Pfad könnte blockiert sein. Vermeiden wir jedes Risiko. So, das sagt uns hinaus, hier darfst du nicht weiter. So. Natürlich ist die Steuerung ein bisschen fricklich, aber mein Gott. So, da oben seht ihr auch, dass wir hier sozusagen diese Laufleiste haben. Je länger wir laufen, observieren. Die Lichtung sieht uralt aus. Den Pfad haben wir verlassen. Das hilft uns aber nichts. So. Wichtigste ist, dass wir nicht außer Atem kommen. So, man macht dann einfach mal kurz Pause. So, man hört zwar hier Geräusche überall und man sieht jetzt hier Blut. Okay. Irgendwo ist etwas. Observieren. Das friedliche Picknick können wir vergessen, Zack. Bleiben wir auf der Hut. Heißt, irgendwo verfolgt uns was. Aber was ist es? Wo ist es? Es ist ja anscheinend wieder verschwunden. So. Bewegen wir uns mal nicht allzu schnell. Nicht, dass uns irgendwo etwas herausspringt und uns erschlägt. Auch wenn das ein Horrorspiel ist, was vielleicht mehr so Thriller-mäßig ist. Da! Sie geht da rein. Aber sie sieht nicht sehr gesund aus. Folgen Sie mal. Hallo, Miss. Entschuldigung. Oh, oh. Oh, weg ist sie. Hey! Okay. Dose mit Eingemachten. Wir nehmen mal das Objekt. Dose mit Eingemachten sind sozusagen unsere Heil-Items. Also jetzt nicht unbedingt... Hier scheint niemand zu leben. Keine Villen, die sie begrüßen. Scheint niemand zu leben. So. Observieren. Die Stromnetze sind wohl hier von dieser Hütte aus konstruiert. Wir können hier könnte ein Generator sein. Hier steht schon Generator. Diese Kontrolltafel für die Stromnetze, das könnte vielleicht genug Strom liefern. Wir wollen ihn ein- und ausschalten. Er ist an. So. Strom ist an und diese elektrische Tür zeigt jetzt grün an. Das heißt, wir können da durch. Aber... Irgendwas passiert jetzt. Die Dame, die uns die ganze Zeit verfolgt hat, oder die Frau, ist jetzt plötzlich hier. Und sie hat das Blut an den Händen. Das heißt, sie hat eigentlich den Hund überfallen. Das heißt, sie ist schon mal keine normale Dame. Und man sieht an ihrer Hautfarbe auch nicht, dass sie gerade die besonnenste ist. Und jetzt sieht man sozusagen den Creepy-Sache daran.
Die gehen nämlich rückwärts. Da, geheimnisvoller Schatten. So, erstes Schlüsselobjekt haben wir schon mal. So. Mit LB Waffe ziehen. Ziel erfassen. Und Feuer. Feuer. So, wichtig, immer in den Kopf schießen. Immer in den Kopf schießen. Upp, 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 upp. So. Genau. Immer schön hier in den Kopf schießen. Oh! Dreh dich um. Farmer Boy. So. Stabilisator ab in den Kasten. Genau. Stabilisator kommt in den Kasten. So, wir haben einen Schlüssel schon mal am Leuchten. Heißt, wir haben schon mal etwas hier herausgefunden, was wichtig war. So, hier haben wir eine Medaille, die wir aufsammeln können. Die gibt uns noch mal mehr Geld. Warte mal. Können wir auch... Genau, nachladen. So. Agentenauszeichnung gibt uns immer 30, Money. Demonet. So, wir observieren mal hier. Ein altes Schild zu erkennen. Garen, wait. Diese Straße führt offenbar in unsere Richtung, Zack. So, wer ist außerdem dieser mysteriöse Zack? Und wer irgendwer spoilert irgendwas in den Kommentaren, das wird definitiv gesehen und gelöscht. Da, Profiling starten. So. Wir haben schon mal unsere erste Sache haben wir schon mal. I've been through a lot of crazy situations, but that one. That one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zack, can you give me a logical explanation about what that was? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zack? Genau. Und diese Rätsel müssen wir machen. So, jedes Mal, wenn wir die Profilerstellung machen, würde ich sagen, ist es am besten, weil... Ein Lutscher. Nehmen wir das Objekt. Chupa Chups Lutscher. Er sieht zumindest aus wie ein Chupa Chups Lutscher. So, speichern. So, ein Telefon können wir mal speichern. Und das Wichtigste ist, nehmt jede Chance an, ihn zu speichern. Also, immer wenn ihr speichern könnt, wenn ihr das Spiel spielt, tut das am besten. Das Spiel ist nicht gerade dafür bekannt, dass es alles verzeiht. So, man sieht, die Lichter gehen wieder aus. Und die Tür hinter uns ist zu. Das heißt, der Generator ist schon wieder ausgegangen. Und das heißt, dass nicht jetzt unbedingt alles wieder so okay scheint, wie es ist. Wenn wir sehen, dass da jemand ist. So, die bewegen sich natürlich zuerst mal vorne, nach vorne zu uns. So. Wenn ihr seht, zielen. Zack. So. Hopp. Okay, sie knackt ein. Nachladen. Weil Nachladen dauert. So, das heißt, wir sind hier schon mal gefangen. Können nämlich nicht mehr zurück. So, da vorne ist wieder eine Gabelung der Straße. Observieren. Oh oh. Ich höre hier irgendwo etwas, das sich bewegt. Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ein alter Schiedel. Diese Straße führt offenbar in unsere Richtung. Aber welche? Ich höre doch, dass sich hier irgendwo was bewegt, oder? Und wo? Ach, da hinten! Guckt euch das mal an, da. Ja. Aber irgendwo müsste sich hier noch was bewegen. Da. Patsch. So, Zulage für getöteten Gegner. So, da hinten haben wir noch ein Abzeichen und nochmal so ein Stahlrohr ab in den Kasten damit. Das kommt in den Kasten. Weil wir haben ja schon ein Stahlrohr bei uns im Inventar. Deshalb, so.
Observieren. Dieser Generator könnte nützlich sein. So, schalten wir den an. Ich denke, dass dann irgendetwas uns verfolgen wird. Nicht umsonst können wir die Kiste da schieben. Das heißt, wir müssen die Kiste schieben wir die mal hier in den Weg. Falls irgendetwas kommt, soll er zuerst mal durch diese Kiste ein bisschen hier aufgehalten werden. So, da haben wir doch was. Oh! Hallo, Mister, der aus dem Schatten kommt. Hey. Ruhig. Patsch. So, ein Kopfschuss ist natürlich ein Insta-Kill. Patsch. So, damit ist dieser Schatten auch schon verschwunden. Wir können aber hier noch nicht weiter, weil der Typ anscheinend noch nicht richtig tot war. Okay, ich habe die Kiste mal dahin geschoben. Observieren. Okay. Okay. Ist hier noch irgendwo etwas? Oh! Patsch! Patsch! So, schön. So. Schieben wir die Kiste hier hinten auch mal in den Weg. So, falls uns... Oh, oh. So, geht die kaputt, die Kiste. Was soll man die kaputt machen, die Kisten, und da drin ist irgendetwas. Weiß es nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass wir schon mal nachladen. Einmal hier unser Stadion nehmen. Dass sie einschlagen werden. So. Dann unsere FBI-Waffe nehmen. Und hier weitergehen werden. So, wo wir hoffentlich nicht mehr auf so viele von diesen Gestalten treffen. Das Einzige, was sie richtig abhält, diese Gestalten, wie man hier sehen kann, ist das Licht. Also was heißt abwehren? Ich glaube, die greifen euch trotzdem weiter an. Ah, was haben wir denn da? Ein Verbandskasten direkt mitnehmen. Der ist definitiv wichtig, weil... Für die Bandagen. So. Das Gute ist hier... So. Oh, hier haben wir aber einen kaputten Generator. Das sieht nicht gut aus. Okay. Das sieht hier im Allgemeinen nicht so gut aus. So, was haben wir denn hier? Achso, hier liegt ein Kasten. So. Nachladen. So, wir haben alles aus dem Kasten genommen. Das sieht ein bisschen verstörend aus. Besonders wegen der Axt hier. Observieren. Der Generator sieht ziemlich aus. Ich glaube, der Mörder hätte etwas dagegen gehabt. Oh. Der Generator sieht überall aus. Ich glaube, der Mörder hatte etwas gegen ihn. Eine Axt zerstörte Maschine. Yes, der zweite Clou. So, Profiling starten. Da, man sieht, immer mehr kommt sozusagen zutage. Zack, wir suchen das kaputte Ding zu reparieren. Sicherungskasten. Ja, aber... Was jetzt? Müssen wir Sicherungen suchen, oder was? So, da ist zu. So. So, der hat uns bemerkt. So, das heißt... Wow. Beweg dich nicht so komisch. So, Gegner getötet, er ist tot. So, hier ist eine Tür verschlossen. Okay. Aha. Das klappt doch immer. So, observieren. Tür ist nicht verschlossen. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Ich hoffe, hier wartet nicht der Mörder auf uns. So, Gegner tot.
So, wir haben den Sicherungskasten. Wir müssen den anscheinend in diesen Generator bringen. Hey, verschwinde mal da. So. Keine Sicherung. Ohne Sicherung wird dieser nicht funktionieren. Ja, aber wir haben ja den Sicherungskasten da. Zack. Perfekt. Aber ich hoffe nicht, dass das, was den alten Generator zerstört hat, uns jetzt daran hindern wird. Da der Sturm dagegen müsste viel stabiler jetzt sein. Ah, ich höre schon wieder was. Ich glaube, irgendwo hier draußen sind neue gespawnt. Oder? Nee. Doch. So, den haben wir erledigt. So, den haben wir auch erledigt. Ne, nichts gelassen. Nachladen. So. Dann gehen wir mal hier weiter durch. Aber was für ein komisches System die hier draußen haben, außerhalb von so einer Stadt, ne? So. Wenn dieses Kling kommt, ist automatisch ein Kopfschuss. Da müsst ihr euch keine weiteren Sorgen machen. Da. Piu. Außerdem macht unser Francis York Morgan meistens noch so ein Sound, so wie Yes! Oder Boom oder irgendwie so. Nicht Boom macht er jetzt nicht, aber Perfect oder sowas. Oh, ein Typ mit einer Schaufel. Bist du vom Friedhof oder was? Bullseye. Bullseye? War das genug? Nee. Ich glaube, Bullseye ist nur ein Treffer. Man muss da schon warten. Da. Oh! Ja, manche bewegen sich da in diesen komischen, rapiden Bewegungen. Dann sollte man doch versuchen zu unterbinden, weil sonst stehen sie direkt vor einem. Boah, der war doch tot, wollte ich schon sagen. Ich habe dieses Ping gehört und ich habe das Geld für den Typen bekommen. Ja, ich versuche mal. Mist. Zack. Perfekt. Hier rechts noch einen von mir. Yo. Das ist das Gute, wenn man mindestens Stereo-Lautsprecher hat, dass man mindestens hört, woher die kommen. So, Pjong habe ich gehört. Müsste halt auch wieder gewesen sein. Ja, du fällst jetzt eigentlich in dich zusammen, ja. Wo sind noch welche? Ich höre noch so richtiges Getoppel. Sind die hinter mir? Nein. Aber man sieht noch ein Auto ist hier. Oh, da kommt wer aus dem Dunkeln. So, der war erledigt. Aber ich habe die ganze Zeit immer noch getoppelt. Also irgendwo sind hier noch welche. So, das war bestimmt diese Blockade, die uns davor noch abgehalten hat. Weiterzugehen. So, geht der Schatten jetzt weg hier? Oder wie sieht das aus? Oh oh. Oh oh, da kommen immer mehr Leute raus. So, den haben wir auch erledigt. Ich weiß nicht, ob wir hier stehen müssen, bis sie verschwinden. Oder ob wir einfach weitergehen sollen. Ich glaube, ich gehe mal einfach weiter. So, für jeden Kopftreffer bekommen wir noch einmal zusätzlich Geld. Wir sehen. So, nicht so schnell, ja? Bullseye. So, man sieht, da hinten ist noch eine. Oh, das ist aber sehr weit weg. Oh, überfallen lassen. Ja. Gib es her, was auch immer das ist. Bestimmt Verbandskasten oder sowas. Möchte es haben. Möchte es haben. Was ist das? Oh, Automatikkugeln für ein Automatikgewehr. So. Es kommt in den Kasten, weil wir ja noch kein Automatikding haben. Hilfe. Amazing. So. Gehen wir weiter. So. Wo ist mein Fahnenkreuz? Da. So, erledigt. Hey, das Ziel ist ja gar nicht so schlecht. So, die hat nichts. Gehen wir mal weiter. Nachladen, definitiv. Wir haben schon 6 Schuss abgegeben, heißt wir haben nicht mehr viele. Dann geladen. So. Huh!
Hey, das war bestimmt der Typ, der den Generator kaputt gemacht hat. Was denn, wieso ist er abgehauen? Okay, sollte das eine Warnung sein, der Typ mit der Axt? Okay. Oh oh, was ist das hier? Roter Evo hat diese Tor überfüllt. Es wächst sofort wieder nach. Dieser Weg ist versperrt, Zack. Weshalb kann ich den öffnen, wenn der Weg versperrt ist? Oh oh. So. Ich glaube, das heißt, wir müssen hier kämpfen, oder? Au, au, au. Roter Efeu. Unser dritter Punkt. So. Haha. Die Profiling erstellen. Oh, okay. Wenn wir alles haben, dann wird automatisch ein Profil erstellt. So. Zack, 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 zack. Lutscher! Süßer Lutscher, stillt den Hunger ein wenig. Es wird geladen. Ja, also man merkt schon, das ist so ein bisschen Stimmung aufbauen. Es ist jetzt nicht komplett so ugli-bugli, ne? Dass das so direkt erschreckend ist, aber man merkt schon. There's definitely something in this town. Ja. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Genau. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate. Wenn mein Kaffee immer sowas sagen würde. Mein Kaffee sagt normalerweise, hey, wenn du mich trinkst, dann wirst du meistens müder als wach. Das stand letztes Mal, als ich mich da reingetan habe in meinen Kaffee. Und er hatte auch recht damit. Außer in dem Espresso. Da ist unten immer so ein bisschen flatschen. So, wir müssen dahin, weil wir sind endlich hier raus. So, aber man sieht, das ist ein Open-World-Spiel. Hooray, wir können hier eigentlich erkunden, so viel wir wollen. Greenvale. Da. Greenvale Nature Preserve. Lake County Forest. So, und man sieht, wir müssen 540 Yards hier hinrennen jetzt. Okay, hier dieses Greenvale weiter, so. Aber, ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was das hier für ein schönes Spiel ist, wenn es ein Horror-Open-World-Spiel ist, mit diesem Noir-Style. So wie man das ja schon mitbekommen hat, so wie, hey Zack, bekommst du das mit? Wer ist dieser Zack eigentlich, ne? Also wir haben diesen Zack noch nicht gesehen. Wir haben auch keine anderen Autos bisher hier gesehen. So. Und wir müssen nach da vorne, da ist so ein grünes Ding. Und da geht, glaube ich, die Quest weiter. So. Wichtigste, dass ihr aufpasst, ist natürlich auf euren Ausdauerlevel. Da, es wird geladen. Verband, Kassen klein, stellt etwas Gesundheit wieder her. Das ist sozusagen eure Medikits. Ist klar. Heilen. Now you were very late. Emily Wade, Hilfs-Sheriff von Greenvale. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent. Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. Ja, es ist liegen geblieben. Nachdem es sich überschlagen hat. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. George Woodman, Sheriff von Greenvale. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profiling.
Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that, but we really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Hat gesagt, du sollst ihn jagen. The situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Ha! I love... Was? Was stand da hinten? I love Mon? Mom? Kann das sein? Damn it. Yay! Wir haben den Prolog abgeschlossen. Yay! In einer halben Stunde. Das heißt, der erste Part ist fertig. Erhaltene Zahlung. Grundgehalt, Lohn, gesamtes Geld. Prolog cleared. Speichern abgeschlossen. Ich denke, dann werde ich jetzt mal eine kurze Pause machen und dann treffen wir uns sozusagen nach dem Prolog wieder.